Mit dem neuen Stromtarif per 1. Juni 2023 senkt die Salzburger AG die Strompreise von 27 Cent auf 19,90 Cent pro kWh netto bzw. 23,88 Cent brutto. Damit gehört die Salzburger AG zu den günstigsten Landesenergieversorgern in Österreich. Dazu darf ich unseren Experten Thomas Oberndorfer recht herzlich bei uns begrüßen. Hallo Thomas. Wie kommen jetzt die Salzburger AG Kundinnen und Kunden zum neuen Tarif? Ja, für den Umstieg in den neuen Stromtarif benötigen wir die aktive Zustimmung unserer Kundinnen und Kunden. Das ist leider notwendig, weil derzeit keine rechtliche Basis für Preisänderungen besteht. In diesem Jahr wurden die rechtlichen Spielregeln, was Preisänderungen betrifft, aufgrund eines Gerichtsurteils und auch aufgrund eines Rechtsgutachtens in Frage gestellt. Wir sind deshalb der Meinung, eine sichere Preisänderung ist nur durch Abschluss eines neuen Energielieferungsvertrages mit unseren Kundinnen und Kunden möglich. Ja, das Herz ist ja komplex, wie geht das jetzt genau? Die Umstellung an sich ist ganz einfach. Wir haben in den letzten Tagen, Wochen unsere Kundinnen und Kunden per E-Mail und Brief informiert. Die erste Möglichkeit, alle Kundinnen und Kunden, die einen Brief von uns erhalten haben, da liegt ein Energielieferungsvertrag bei. Dieser ist zu unterfertigen und mittels beigelegten Rücksendekuvert zu retournieren. Alternativ dazu kann dieser Vertrag natürlich bei uns im Kundencenter in der Stadt Salzburg oder auch in unseren Infopoints in Golling, St. Johann oder Bruck abgegeben werden. Ja, und gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie zum neuen Tarif kommen? Eine weitere Möglichkeit besteht natürlich in unserem Kundenportal. Kunden sollten sich einfach anmelden oder registrieren und anmelden, und mit wenigen Klicks kann online der Umstieg auf unseren neuen Tarif durchgeführt werden. Und ist der Umstieg auch direkt über die Salzburger AG Website möglich? Das ist der dritte Weg, den wir unseren Kundinnen und Kunden anbieten. Auf unserer Webseite unter salzburg-ag.at/umsteigen gibt es ein Online-Formular. Das Online-Formular ist mittels Aktivierungscode auszufüllen. Aktivierungscode zur eindeutigen Identifizierung unserer Kundinnen und Kunden, und auch da mittels weniger Klicks ist der Umstieg möglich. Und gibt es noch die Freistromtage in der Zukunft? Was passiert mit denen? Die Freistromtage gibt es auch weiterhin. 3 Freistromtage wie gewohnt für SEPA-Lastschriftmandat, weitere 6 Freistromtage für Online-Kommunikation. Und wie schnell passiert der Umstieg oder gibt es irgendwelche Fristen, die ich dazu einhalten muss? Die neuen Strompreise gelten ab 1. Juni 2023. Ein Umstieg ist ab sofort möglich. Ein Umstieg ist bis auf Weiteres jederzeit möglich. Für alle Kundinnen und Kunden, die den Umstieg im Laufe vom Juni noch erfassen, stellen wir die Preise zum 1. Juni, auch rückwirkend zum 1. Juni, also zum erstmöglichen Zeitpunkt unserer neuen Stromtarife um. Ja, vielen Dank für die nützlichen Informationen, und alles Weitere finden Sie wie immer auf der Webseite der Salzburger AG oder auf der Webseite der Salzburger Arbeiterkammer.